Willkommen zur letzten Folge dieser Session. Wir müssen noch schnell eine Verbesserung vornehmen. Wir haben aber momentan kaum eigentlich noch was, was wir für Rüstung einsetzen können. Jetzt da nicht einfach weitergehen können. Hier müsste der letzte drin stecken, genau. So, und damit haben wir diese alte Stadt auch befreit. Und können zu den Zyklopen. Na komm. Oh, oh. Ihr bleibt jetzt hier rumstehen oder was? Na gut. Dann macht er das eben. Noch mehr kannst, noch du, mehr nicht kannst du nicht tragen. Noch mehr kannst noch du mehr nicht tragen. Kannst du nicht noch mehr kannst du nicht tragen. Ist gut. Beamzeit. Beamzeit. So, die Quest können wir auch noch später einlösen, bringt uns momentan eh nicht voran. Was kann ich für dich tun? Das ist dann alles? Ja, momentan schon. Hatten wir nicht irgendwas mit Torso-Rüstung? Da.
Trick dich wieder ein. Spinnennetz, hä? Gerät? War da nicht auch irgendwas mit Untoter eben? Oder das war das der hier? Die Katzen haben sie jetzt hier ganz weggelassen, ne? Frag mich bloß wieso. Ah, hier haben wir auch noch wieder Strand. Das heißt, die Quest wird vermutlich hier gewesen sein. Mit dem Schiffbrüchigen. Mir macht gerade ein wenig Sorge, dass der nächste Brunnen noch nicht angezeigt wird. Mich fett, ey. Wie können die denn was fallen lassen? Da wird er jetzt angezeigt. Ich möchte ihn mal schon mal aktivieren.
Oh, die dreschen rein, die Geister. Die sind unverhältnismäßig stark im Gegensatz zu den anderen. Wie viel Gold haben wir eigentlich? Boah, 24 Millionen. Kann sich sehen lassen. Vielleicht schaffen wir den Schatz doch noch. Mein Schatz. Aber die Höhle dann ganz sicher nicht. Die machen wir dann in der nächsten Session. Noch mehr Verdachten. Oh, was Blaues? Oh. Tausend Erfahrungen, das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz. Jetzt mal ernsthaft, das ist ja gar nicht. 75.000. Na gut, dann leveln wir halt in der nächsten Folge auf. Jetzt will ich doch nochmal einen Blick in die Höhle riskieren. Ihr kleinen Ratten mit euren Fernfeuerangriffen, ey. So, hier machen wir dann die Aufnahmepose. Spitze, bedanke mich. Bis dann.